Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Es ist tatsächlich passiert. Ich hätte nicht mehr damit gerechnet. Unfassbar, aber irgendwas ist im Busch. Irgendwas ist mit Niantic Wayfarer und Stops bewerten, dies, das. Ich glaube, ihr habt es auch bemerkt, aber in letzter Zeit geht echt eine Menge durch. Es geht schneller, Sachen werden, kommen, sehr viel kommt durch. Aber auch anscheinend wird auch sehr viel abgelehnt. Und hier in München zum Beispiel habe ich jetzt viele Neuagenten bemerkt und neue Stops, unter anderem meiner. Mein erster Stop ist durchgekommen. Mittlerweile sind es 3 und 2 abgelehnt. Aber ich blende es hier neben mir nochmal ein. Moment. Vom 15.06.2019. Das sind einfach über 10 Monate. 10 Monate hat es gedauert, bis der erste Stop durchgekommen ist. Alter. Wenn es nochmal 10 Monate dauert, dann brauche ich gar nichts mehr bewerten, weil bis dahin spiele ich wahrscheinlich gar nicht mal mehr. 10 fucking Monate hat das gedauert. Aber es freut mich trotzdem. Auch wenn das Stop jetzt nicht viel verändern wird, ist auch eine neue Agenda dazu gekommen, aber nicht nur wegen meinem Stop. Irgendwie macht Spaß, irgendwie Sachen finden und dann zu sehen, dass es halt tatsächlich entsteht, ist cool. Und wie gesagt, wenn auch irgendwann mal endlich Bewegung da reinkommt, motiviert es einen auch und oder motiviert es mich. Und ich habe auf jeden Fall Bock, heute ein bisschen rauszugehen, ein bisschen spazieren und noch ein paar Sachen einzureichen. Ich habe da auf jeden Fall noch viele Ideen und freut mich, dass da, keine Ahnung, was da los ist, wieso das jetzt auf einmal endlich losgeht, aber jeder, der Ahnung hat, der weiß, was vielleicht da im Busch ist, kann es gerne unten in die Kommentare schreiben. Aber das freut mich auf jeden Fall und wie gesagt, ich werde heute ein paar Sachen einreichen noch. Und für alle, die gesagt haben, yo, Hong, bewerte mal was selber, dann kommt es auch durch oder so. Bei meinem Großen ist immer noch nichts. Absolut gar nichts. Nichts abgelehnt, nichts bestätigt. Die 5 Sachen jetzt sind von meinem Kleinen und der hat offensichtlich noch nie in seinem Leben irgendwas bewertet. Also diese Theorie stimmt schon mal nicht. Schreibt in die Kommentare, ob es bei euch auch so aussieht und ob da jetzt endlich ein paar Sachen durchkommen. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gerne einen Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Ansonsten läuft heute auch das Rauch-Event. Könnt ihr euch gerne gönnen oder läuft ja, also schreibt gerne in die Kommentare, wie es bei euch so lief, besser gesagt. Ich habe leider absolut kein Interesse daran. Liegt aber auch daran, dass halt nichts spawnt, was ich noch brauche oder sowas. Ich habe da alles, ich habe Visor Shiny bereits 5, 6 Stück, also ich habe absolut kein Interesse daran. Aber das heißt nicht, dass das Event schlecht ist. Es ist sogar ein recht interessantes und cooles Event. Und vielleicht kommt irgendwann mal was aus dem Rauch, was ich gebrauchen kann, aber heute nicht, deswegen chillig. Gestern war Safari Zone und ihr könnt gerne die Livestreams abchecken. Ich habe einmal die erste Stunde gelivestreamt und die letzte Stunde. Aber hier nochmal die Ausbeute für euch. Relikan vielleicht, interessant, ich habe 178 gefangen. Ein Relikan hatte ich bereits. Oh, nee. So, Relikan. 176, einen hatte ich bereits. Also 177, einen hatte ich bereits. Also gesamt 176 gestern gefangen. Mein bester, glaube ich, immer noch dieser 93er. Ich habe nicht alle durchgeschaut, aber ich weiß, keiner von denen ist 100. Leider. Sehr, sehr, sehr schade. Er hatte sogar gestern einen gebrütet. Das war verrückt. Was euch aber vielleicht mehr interessiert, ist schillernd. Hier die Ausbeute von mir. Weimar haben wir, glaube ich, 3 bekommen. Genau. Ein Dratini. Ein Krabi, das habe ich bereits getauscht gegen das Slimer Alola. Canvania. Lampi habe ich, glaube ich, 3 bekommen plus den aus der Quest. Also einer war garantiert. Das war der hier. Der ist, leider ist er halt aus der Quest und potenziell hätte man da auch einen guten Shiny bekommen können. Aber was bekomme ich natürlich? Beinahe den schlechtesten. Naja. Dreimal Safari-Zone, Pikachu. Noch ist er wahrscheinlich sehr begehrt, auch wenn ich keinen kenne, der Shiny-Hut-Pokémon sammelt. Aber mit zukünftigen Safari-Zonen und sowas verliert er auch mega an seinen Wert. Tentacha. Mein erster, wie gesagt, 2 Krabi. Also das sind alles neue. Problem ist, die habe ich mir bereits mal Shiny Lucky ertauscht. Also Canivania hatte ich selber noch nie gefangen. Krabi hatte ich selber noch nie gefangen. Weimar hatte ich selber noch nie gefangen. Cropster hatte ich noch nie selber gefangen. Davon 2. Davon brauche ich sogar noch ein Shiny Lucky. Also kann ich jetzt 1:1 tauschen. Tentacha auch alles ertauscht. Das ist der erste, den ich mir selber gefangen habe. Dementsprechend 3, 6, 9, 12, 15, 17 Shiny haben wir gestern gefangen. Event an sich, ja. Ich meine, Safari Zone, Gophers und sowas. Man geht ja dahin für die Erfahrung, für das Feeling. Und das ist natürlich nicht da, wenn man von zu Hause zockt. Die Shines an sich sind nett, aber wirklich brauchen tut man die eigentlich nicht. Relikan ist natürlich nett, also das Regionale auf jeden Fall sehr, sehr saftig.
Die anderen Sports waren eigentlich sehr, sehr uninteressant. Die Cognito-Buchstaben hatte mir einer gefehlt. Vielen hatte das V gefehlt, mir hatte das L gefehlt. Ja, ich meine, besser als nichts auf jeden Fall, aber ich meine, man kauft das Ticket natürlich nicht nur für die Sports und die Medaille, dass man, sondern für das Feeling, und das hat leider gefehlt. Ich hatte auch noch den City Explorer Pass, der hat aber absolut gar nichts gebracht, also das war komplette Geldverschwendung. Leider. Ich meine, vor Ort wäre es wahrscheinlich sehr geil gewesen, aber der Ersatz für den Pass, der war traurig einfach nur. Im Großen und Ganzen ja. Ich wäre auf jeden Fall lieber nach London gefahren, aber immerhin habe ich jetzt Rally kann, auch wenn es kein 100er ist. Ich muss jetzt irgendjemanden finden, der gerne 100 Rally kann, einfach hin und her tauscht, und dann im Schnitt werden ja 5 von diesen 100 lucky, und im Schnitt sind 1 von 64 davon 100. Also muss ich im Schnitt eigentlich nur 1280 Rally kann tauschen. Und dann kriege ich vielleicht meinen 100er. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Viel Spaß mit dem Rauch-Event. Ich gehe jetzt ein bisschen raus, ein paar Jobs einreichen oder sowas. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon, Serious Business.